und starten. Ja, seid ihr alle bereit? Dann starten wir nämlich sofort mit dem ersten Paar hier in diesem Ballroom. Heute Abend ist das Paar 07, Lilian Klebo und Florian Gscheider. Bevor die beiden sich aber ans Training des Cha-Cha-Chas gemacht haben, musste Lilian erstmal die Erfahrungen der ersten Show aufarbeiten. Ich habe mir fest vorgenommen, die erste Sendung richtig zu genießen und einfach alles aufzunehmen. Ich war überwältigt. Ich habe nicht geglaubt, dass es mich so umhauen wird. 7. Das sind 22 Punkte für diesen Wiener Walzer. Ich glaube, auf dem können wir aufbauen und ich hoffe, dass wir so viele Tänze wie möglich tanzen dürfen. Sendung 2, Lilian Florian. Wir tanzen den Cha-Cha-Cha. Meine Hüften sind zu langsam. Ja. Warte mal, kennst du das? Was denn? Eine Sekunde Mitleid für die Klebo. 21 Verweis, danke. Wir kommen gut miteinander aus. Hallo? Schon, gell? Wir kommen sehr gut miteinander aus. Direkt, drei, direkt, direkt, direkt. Ja, schau mal. Wir sind sehr laut. Ja. Drei und cha-cha, geh! Geh, geh, cha-cha, geh, 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 cha-cha, geh. Aber das ist da denken die anderen immer, dass wir nicht harmonisch sind. Genau. Das ist ein Deppert, oder? Entschuldigung, bin ich zu laut? Nein, das macht ja auch nichts. Ich bin total, wir haben eine total harmonische Beziehung. Das stimmt. Ja? Wir fangen auch an zu schreien, ja? Damit nicht nur ihr schreit. Voll. Alles gut. Wollen wir tauschen? Geh, 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 Paar 07, Lilian Klebo und Florian Gscheider mit einem Cha-Cha-Cha. Wow, was für ein Cha-Cha. Ich muss sagen, also das Tänzerische macht ja gleich die Jury, aber ich liebe deinen Gesichtsausdruck. Das ist alles sieht man da. Das ist wirklich schön. Was ich aber nicht gesehen habe, war, dass du diejenige bist, die sich zwei Rippen gebrochen hat im Laufe der letzten Woche. Was ist passiert? Wenn wir das wüssten.
Ihr habt es nicht mal gemerkt. Es war kein Unfall oder kein, dass wir irgendetwas, was schiefgelaufen wäre, gar nichts. Es ist einfach passiert. Gleich. Also das steht dir nach dem Tanz zu. Verschnaufe mal. Schnaufen darf sie. Gott sei Dank schnauft sie noch. Er ist so lieb. Ja, du kannst einfach mal was trinken und der Florian kann mir sagen, also ihr habt es nicht genau ausmachen können, woran es liegt. Müsst ihr jetzt euer Training dem anpassen? Weil ich kann mir vorstellen, bestimmte Sachen, du musst aufpassen, wo du hingreifst und bestimmte Bewegungen sind wahrscheinlich nicht förderlich. Also alles, was zieht, funktioniert noch. Alles, was hebt, geht gar nicht. Aber wie gesagt, new game, no chance. Also jede Schwierigkeit hat eine neue Chance. Also zwei Seiten der Medaille, wir bringen das hin. Und ich glaube, es hat sich wirklich ausgezahlt, dass ihr euch da so durchgeboxt habt, weil ich habe die Jury beobachtet und die Kim hat zuerst mal so mit dem Kopf genickt und gesagt, yeah, baby, yeah. Kim. Ja, was für ein Anfang. Really. Schön, schön getanzt von euch beiden. And Lillian, your technique and your line are really beautiful, really, and so precise. And I was really impressed with just your Haltung and the Passagen. That's just very quick, sehr schnell. Yeah? Yeah, really impressed. Yeah, thank you. Freut sich sehr, von der Haltung bis zu den einzelnen Passagen, alles tipptopp. Bollasch, wie hat es dir gefallen? Natürlich gut, aber weil wir am Anfang der Show sind, da würde ich euch einen Satz vielleicht vormerken. Spuck's aus. Ich war gerade Reifen wechseln, weil ich habe jetzt gerade auf die Rossomme-Reifen montieren lassen. Das ist wahnsinnig spannend. Ja, ja, das wird noch spannend. Ja. Und ich habe jetzt neue Reifen gekauft und diese Reifenfirma hat das Slogan Power is nothing without control. Es ist sehr leicht zu übersetzen. So, Kraft ist und Dynamik ist das eine, aber die Kontrolle ist das zweite. Sicherlich die der Kraft und die Dynamik habt ihr ja. Ihr müsst dann an Kontrolle ein bisschen mehr arbeiten. Und vielleicht eine Kleinigkeit. Du gehst, weil er jagt dich ja. Aber der Schritt ist nicht da fertig. Der Schritt ist da fertig. Da hast du eine neutrale Hüfte, da hättest du noch 30, 40 Zentimeter Arbeit zu leisten. Vielleicht in den nächsten Wochen. Okay, danke, Bollasch. Die Maria war auf jeden Fall mächtig begeistert, ja, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ich liebe dein Outfit heute, ich muss das loswerden. Danke sehr. Also ich war mächtig begeistert und ich bin ja oft in Bollasch seiner Meinung. In dem Fall muss ich sagen, ich will die Energie von Anfang an, ich will die Kraft von Anfang an, weil ich finde, nur so kann sie sich jede Woche steigern. Das heißt, von mir aus gern, mehr ist mehr in jede Richtung. Ja. Du bist eine tolle Schauspielerin, aber auch die Rolle als Tänzerin, die steht da verdammt gut. Und ich finde, es war jetzt gerade irrsinnig schön zu sehen, dass du extrem schön ausgedrehte Beine gehabt hast, was ja eine kleine Technik ist, die man am Anfang in die Körperbewegung reinkriegen muss. Sonst wird es zum Schluss über die Wochen einfach zu knapp, die Zeit wird zu knapp. Es wird schwer. Und einfach auch, ihr wart jetzt extrem synchron, gemeinsam als Paar. Das ist auch schon was, was überhaupt nicht selbstverständlich ist bei der zweiten Sendung. Mein Tipp auf jeden Fall noch fürs Training. Ich finde, du bist nur sehr fest im Oberkörper. Also gerade in die Lateintänze arbeitest du wirklich dran, dass aeroben nur mehr Beweglichkeit, mehr Leichtigkeit reinkommt. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, toller Auftakt. Ja. Vielen Dank. Danke. Na, wir sagen danke. Was für ein Showstart. Lillian, Florian. Ja, für Lillian und Florian gibt es gleich die ersten Jurypunkte des heutigen Abends. Auf die müssen Sie aber nicht warten. Sie können jetzt schon sagen, ob Sie die beiden bei Dancing Stars weiterhin sehen wollen. 090109 07. So, genau. Wir wechseln vom Wasser zum Alkohol. Wobei, ich weiß nicht, Lilian, tut es eigentlich sehr weh und liebst du Schmerzmittel? Oder? Ja. Ja. Ja, so eine, wie was, einen Pegel, eine Schmerzmittelpegel muss ich jetzt halten, habe ich gelernt. Schön. Mhm. Andere trinken auf Pegel, du hast, das ist doch sehr schön. Du hast aber medizinisch schön. Unterstützt bitte, gell? Wirklich, ich schwitze. Nein, das ist so. Die Zähne. Okay. Man sagt die Zähne. Die Zähne.
Einmal Mundhygiene hier. Danke. Und dann reden wir. Mundhygiene mit Andy Knoll. Dann reden wir über deinen sich anbahnenden Weltruhm. Sogar in Australien finden sie dich gut, oder? Das ist die Familie, muss man sagen. Okay. Unsere Familie hat, also meine Schwiegerin hat es weitergeleitet nach Australien, nach Melbourne, wo unsere Familie sitzt. Und die kriegen dann immer einen Tag später die Sendung. Und wir haben einfach ein riesensüßes Feedback bekommen aus Australien. Ihr habt einen recht rauen Spruch im Trainingsraum. Vieles haben wir zensiert, aber ihr flucht ziemlich viel. Schimpfworte fallen? Kommt manchmal vor. Ja, ganz manchmal. Da muss aber Mutti dann in die Schimpfwortkasse einzahlen. Da hat Mutti schon viel in die Schimpfwortkasse. Aber nicht nur Mutti, sondern auch Papi. Auch Vati. Ja, deine Kinder mögen das gar nicht, wenn du fluchst, oder? Nein, vor allem habe ich einmal dieses Zeichen da, das ich jetzt nicht wiederholen werde, gemacht. Und da hat mein Sohn gleich gesagt, Mami, das kostet 40 Euro. Schau, sehr, wie lieb ist das? Das ist ja lieb. Ja, bis wenn ihr ins Finale kommt, ist das Ding voll wahrscheinlich. Da haben wir dann schon drei davon. Wenn sich nicht noch verschlechtert, der Gesundheitszustand. Du hast ja jetzt schon einiges an Stunts auch erledigt, ja, in Sogodona. Hast du jemals dich beim Drehen so verletzt wie beim Tanzen? Nein, ich habe mich viel verletzt bei den Stunts, aber so noch nicht. Gut, weil wir wollen unbedingt jetzt nochmal, bevor wir zur Jury gehen, wollen wir schon nochmal festhalten. Gebrochene Rippen, zwei Stück, damit Cha-Cha-Cha. Also ich finde, da muss man jetzt allein schon ein paar Mitleidspunkte geben. Also, ja, Dankeschön. Da muss jetzt was kommen. Ja, Andi, ich glaube, die Mitleidspunkte kommen eher vom Publikum zu Hause. Unsere Jury hat eigentlich kein Mitleid und kein Erbarmen. Ja. Es ist leider zeigt es die Erfahrung. Fangen wir an, Maria Angelini Sandner. Wir haben wirklich keine Erbarmen, aber es war ein toller Auftakt in diese Sendung. 7. Kim Daddy. Ups, 8. Wow. Und Bollasch. Hoffentlich zu den gebrochenen Rippen kommt noch ein bisschen Hüftweh in den nächsten Wochen. 7. Das sind großartige 22 Punkte, sie schließen an letzte Woche an. Gebrochene Rippen, jetzt noch gebrochene Lippen. Es kann noch ganz viel passieren. Toi, toi, toi. Der erste Tanz heute Abend, Lilian Klebo und Florian Gscheider. Ab in die Lounge mit euch zum Ausrasten.